Willkommen zurück zu Sonic Adventure DX! Wir fangen heute an mit der Amy-Story, nachdem wir im letzten Part ihr Intro schon gesehen haben. Und was mir vor allen Dingen auffällt, sie ist extrem langsam. Wir haben den kleinen Vogel an unserer Seite, Birdie Folks. Und den müssen wir beschützen. Was ist da los? Ach, da hinten ist Cream, okay. Ich glaube, wir sollten da oben, ist sie. Warum sehen wir die denn so oft? Mit dem Hammer können wir einmal richtig groß springen, aber nur, wenn wir auch wirklich schnell genug sind. Tja, keine Ahnung. Wir haben das erste Mal Amy gesehen im Casino-Viertel. Und vielleicht gehen wir da am besten hin und treffen auf Sonic. So ist es. Also Sonic hat keinen Bock, aber das kennen wir ja schon von der Sonic Story. Jetzt geht's, glaube ich, Richtung Twinkle Park. Okay, da ist wieder zu. Juhu! Der Sprung gefällt mir, aber die ist so lahm. Und vor allen Dingen ihr Sprung kann ich verletzen. Das hat mich sehr gestört bei Sonic Advance. Weil alle Charaktere, das heißt Sonic, Tails, Knuckles, wenn die springen, verletzen die auch die Gegner, aber die nicht hier. Und hochspringen kann sie auch nicht. Das hier konnte sie ja an Sonic Advance nicht so richtig. Wait up, Sonic! Not fair! I can't run as fast as you! Don't panic! I'll handle that bag of bolts! Ah! Now what's wrong? Huh? Habt ihr gesehen, wie Sonic gelaufen ist? Also er hat seine Füße standen still und er ist nach vorne gerutscht. Wie als wäre er auf Eis und jemand hätte ihn angestupst. Twinkle Park, da sind wir mal wieder und schon ziemlich weit. Allerdings ist es nicht so ganz einfach mit Amy. Ich glaube, wir haben nur 4 Level. Das dürfte der erste sein. Aber wir kriegen neue Passagen, die anderen nicht gesehen haben. Ich glaube, wir müssen erstmal die ganzen Schalter aktivieren. Und da ist Zero. Da würde uns das ganze Abenteuer auf den Sack gehen. Und daraus besteht halt Amys Geschichte. Da hinten ist noch was. Oder waren das nur Goodies? Ach, whatever. Wir gucken mal, ob die Tür auf ist. Dann können wir weiter. Genau. Also ich habe schon das Gefühl, da hat man sich nicht mehr so viel Mühe gegeben mit den Ingame-Sequenzen von Amy. Ja. Die sind sowieso technisch nicht so ausgereift. So, hier, Spiegel. Kennt ihr Resident Evil, der Film? Sicherlich, oder? Die Sache mit dem Spiegelding da? Irgendwie sehe ich da Parallelen gerade. So. Luigi's Mansion, sehr schön. Oh Gott, Wabbelmonster. Aha. Die Steuerung ist gerade ein bisschen kacke. Okay, da hat eben irgendwas nicht gestimmt. Na gut, wer will schon freiwillig als Amy spielen, aber man muss es. Aber man kann nur froh sein, dass es halt wirklich... Ich denke, es ist die allerkürzeste. Oder nee, Big ist noch kürzer eigentlich.
So, Achtung, man sehen hier im Spiegel, dass da die andere, dass es da eine Faltklappe gibt. Also ihr habt es gesehen. Oder da auch, wo die Ringe sind. Also wegen 4 Ringen werde ich mir jetzt nicht das Leben riskieren, genauso hier. Sensationell machst du das. Rosa-rote Abenteuer mit Amy Rose. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, die Gestaltungsmöglichkeiten für Amy sind halt auch gering, ne? Aufgrund, dass wir uns nicht richtig fortbewegen können. Du läufst ja wie ein Mädchen. Der schon wieder. Und der jetzt auftaucht und was er gegen uns hat. Okay. Damit ist Level vorbei, glaube ich. Ja. Und tschüss, Mann! Ach so, also der Roboter Zero, der will Birdie haben. Und warum, das haben wir eigentlich schon gesehen in der Sonic-Story. Aber ich will es trotzdem nicht sagen. Auch wenn ihr es schon gesehen haben solltet, gell? Welcome to Twinkle Park. So, ach so, Sonic hat ja Amy verloren, das ist sehr schön. I remember that. Ich erinnere das, Crazy German. Ego-Trip again! Oh, Sonic! Also ihr erinnert euch, wir haben ja als Sonic von unten gesehen, dass die in den Bahngleisen stecken. Und jetzt ist er schon wieder eingesperrt auf dem Egg Carrier. Dort hat Sonic sie dann auch wieder gefunden, nur was hat sie seitdem erlebt? Und das ist Gamma. Der hier vielleicht ein Wörtchen mitzureden hat. Wir dürfen uns auf tiefgründige Gespräche einstellen. Let's go! What do you want? Hand me the sword. Nope! Quietly hand over the bird. No, never! Why not? You tell me why you want it now. Does not compute. You don't even know. I know you might hurt us both. Please, Mr. Robot. Won't you help us, please? Insufficient data. You have feeling for something you know nothing about. Illogical. I pity you. Love is not part of your programming. You are missing something good. Hey, Birdie, come back here! Escape. What? You sure? It's dangerous here. Hurry, we'll be at the Mystic Ruins base soon. You're really nice. You're different from the other robots.
you've got a soft spot inside your metal frame. If you want, we can be friends, okay? Wie geil ist das denn? Der fragt, ob wir sie freilassen, also, ne? Und die Amy so, bist du sicher? Ey, da würde ich doch rennen, hey. Aber unlogisch. Roboter können keine Gefühle haben. What the fuck? Ein Chao-Ei. Das geht doch nicht kaputt. Okay, let's go. Wir verschwinden. Kommt ihr noch geiler? Sie will fliehen und... Hey, löse mal das Spiel. So, wie geht es nochmal? Ja, ja. Mit dem Hammer schlagen. Hedgehog Hammer. Spring zu Spielbeginn in die Mitte. Blau, gelb. Ah, Robotnik nicht treffen, okay. Alles treffen. Hey, Super Sonic getroffen. Der bringt die meisten... Fuck, das ist ja fast schon Glückssache. Bei Donkey Kong 64 gab's Scheiße. Ein ähnliches Spiel. Ich mach einfach, was das Zeug hält. Ich werde schon Super Sonic treffen. Hey, das war nicht getroffen. Das ist ein blödes Spiel. Ach, Mann. Ein noch. Och, nö. Ey, 100 Punkte haben gefehlt. Komm nochmal. Hallo. Ja, die Zeit läuft, aber es taucht gar nichts auf. Okay, komm, komm, komm. Jawohl. Was ich so alles getroffen habe. Mit einem Hammerschlag 800 Sachen getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Ein Super Sonic vielleicht noch. Soll ich dazu noch was sagen? 3000 Punkte sind doch nice. Das regte mehr auf, als dass Sonic ihm die Konstruktion. You get a warrior feather. Achso. Ein Move. Behold the warrior feather. Now you can do the spin hammer attack. Press and hold the action button and move the directional pad in a circle. Was? Hä? Was? Achso. So. Schön, da freue ich mich doch ohne Ende. Ich freue mich sowas von. Okay, wir sind hier. Jetzt müssen wir nach oben an die Oberfläche und dort treffen wir wieder auf Sonic. Und da sind wir schon echt weit mit der Story. Und sind immer noch im ersten Amy-Part. Ach nee, das war nicht Plattform. Da vorne irgendwie. Hä? What the hell? Okay. Egg. Scheint nicht zu. Achso, okay. Ja, mein Gott, ich werde wohl in der Lage sein, Eggman zu buchstabieren. So ein typisches Donkey Kong 64 oder Banjo-Kazooie-Rätsel ist das irgendwie. So ganz billig. Gib mir mein Puzzleteil. N1. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Teleportation? Aha. Und was geschieht? Ach, das ist der Chao Garden. Okay. Wie geil, Chao Garden hier mit einer Kriegsbombe. Es gibt ja in jedem Dings, also... Oh, hier haben wir sogar einen Engel. Das sind die, die... was? Level 9? Sorry, ich wollte dich nicht schlagen. Alles Level 99? Was ist mit dem los? Gott. Ach so. Das ist ja meine Memory Card. Ach, das ist spielstandübergreifend. Also guck, den habe ich schon großgezogen. Das ist Gott. So, weg mit Gott. Ach so. Interessant. Okay, ich habe mich schon gewundert. Das gilt für alle Spielstände, ja dann.
Gut, Leute, dann bis zum nächsten Part und ciao.